Herzlich willkommen zum ja, neuen Let's Play, Let's Test, wie man sagen will. Ich habe einfach mal Bock gehabt auf Wimmelbilder und habe mal geschaut, ob es irgendwie so kostenlose Wimmelbilder gibt zum Spielen. Und da habe ich eins gefunden von Easy Games. Ich habe es mir angezockt, es ist relativ kurz, also zum Einstieg einmal gut gemacht eigentlich. Und da mal sagen, Play Game, starten wir. You got your first case as a de detective. Local bank was robbed. Bla bla bla. Englisch. Englisch schlecht. So, da müssen wir jetzt ein paar Sachen finden. Und zwar haben wir da die Taschen. Die ist da. Schlagstock. Funkgerät. Dienstmarke. Revolver. Fesseln. Messer. Dann hat er noch Schrotflinten, ein Hut, ein paar Magazine und da haben wir noch eine Lupe. Bla 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 bla, Englisch, Fingerabdruck, ja, passt schon. Wie gesagt, das ist relativ ein kurzes, das werden wir dann auch gleich bemerken. Und da haben wir ein riesengroßes Geld. Portemonnaie. Dann, oi, so ein riesiger Schlüssel. Realistisch, ganz realistisch. Schuhgröße 68. Ringgröße Arschkopf. Und ein Koffer. Ein Goldbarren. Das Schmier haben sie liegen lassen. Baseballschläger. Das soll das Handy sein wahrscheinlich. Dynamit. Da ist der Magnet. Wir haben da noch Medaille, Schaufel, ist wo? Da haben wir noch die Pfeifen. Wo ist die Schaufel? Schaufel, Schaufel, Schaufel. 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 Wo haben wir denn die Schaufel? Ich sehe es nicht. Bin blind. Schaufel. Sag mal hallo, wenn du da bist. Ich finde die Schaufel nicht. Ich glaube, ich bin blind. Da ist ganz gut versteckt. Du hast Fingerabdrücke gefunden. Hilf uns, sie zu identifizieren. Erste-Hilfe-Koffer. Dann haben wir da ein Cappy, ein Plan, Revolvertaschen, Magazine. Zündkosten. Keine Ahnung, was. Das ist doch das da. Ah, da drüben, das war's, okay. Ein Mülleimer. Ein Gürtel über dem Bildschirm, da hänge ich meine Augen hin. Masken für Halloween. Benzinkanister habe ich auch immer daheim stehen. Dann Brüder und da haben wir noch ein Buch. Bla 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 bla, nichts verstehe in Englisch. Bla 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 bla. So. Dann haben wir da einmal so ein physikalisches Spiel. Dann eine riesige Sonnenbrille. Krawatten für einen Oger. Ja, Schuhgröße 68, haben wir schon gehabt. Ja, da lege ich meine Haarbürstenschnauze auf und so große habe ich auch. Wohnt da ein Riese, oder? Gibt's euch allein mal den Schlüssel da, wie groß der ist, gelegt. Dann haben wir da noch einen Werkzeugkoffer. Ja, Teekannen stehen ja bei mir auch immer so als Fußablage am Boden. Einen riesigen Hammer. Ja, Schlüssel, was wir schon gesehen haben. Aktentaschen stelle ich auch immer auf Knischen auf. Das Telefon. Ganz nützlicher Platz da oben. Und was haben wir noch? Was soll das sein? Keine Ahnung, was ist das da? Ordner sollte das sein. Okay. Die ganzen Sachen gefunden, ja, passt schon.
bla 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 bla, Englisch, die was können, können sie lesen. So, da haben wir einen Helm. Dann haben wir da Masken, Gaskanister, Hebeeisen. Okay, riesiger Prüfungsschluck. Revolver ist da einer. Rasierklingen, auch riesig. Gasmasken. Da ist der grobe Schlüssel. Dann haben wir da noch. Was ist das? Das Kassetten. Ja. Überwachungskamera, Baseballschläger und der Radio. So, haben wir jetzt alles. Ja, sagen wir direkt schwer, haben die Sachen nicht versteckt. Von der Größe her irgendwie übertrieben und unrealistisch. Ja, spannend, sage ich mal, ist jetzt auch schon vorbei. Ja, was soll man sagen, ja, Spiel für Langeweile, wenn er wirklich fad ist, aber ich sage mal, gut ist es nicht. Wie gesagt, eben unrealistisch, wenn du so einen Ring hast, so groß wie ein Kopf. Mehr Halsketten wie ein Ring. Im Großen und Ganzen nicht schlecht, aber relativ unrealistisch. Und nicht schwierig, und irgendwie zu kurz. Mich würde interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Link ist in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Wenn es mehrere Wimmelbildspiele sehen wollt, einen Daumen hoch bitte schön. Und abonnieren nicht vergessen. Ciao.